Hello, dear Ditto friends. At the end of the month June this year, 2024, I will give a workshop in mandapul playing at the Ditto Festival here in Germany. Hallo, liebe Ditto Freunde. Am Ende des Monats Juni werde ich auf dem Ditto Festival einen Workshop geben über mandapul spiel. So it's about mandapul playing. It's a big shoe to put on. Also es geht um Mandapul-Spiel und das ist schon ein großer Schuh, ihn anzuziehen. Maybe I'm the first white man to give such a workshop. Vielleicht bin ich der einzige weiße Mann, der so einen Workshop gibt. Ever. Yeah, how do I come to mandapul playing? You remember COVID? Wie komme ich zu mandapul spiel? Erinnerst du dich an Corona? And in the COVID years, I was so pissed off because nothing worked as it should be in life. And I was so pissed off, I turned very strongly to mandapul playing just to let steam off, you know. Ja, wie kam ich zum Mandapul-Spiel? Also du kennst noch die Corona-Zeit und da lief ja alles so, wie es nicht laufen sollte im Leben. Und das hat mich echt sauer gemacht. Und so sauer, dass ich Dampf ablassen musste, so kam ich dann eigentlich wirklich zum Mandapul-Spiel. So it was a means for my mind to let off some steam and it somehow worked. Es war so ein Mittel, dass ich Dampf ablassen konnte und das hat irgendwie funktioniert. I remember very, very vividly sitting in below 0 degrees Celsius in very, very filthy, shitty, absolutely cold, how we would say, stinkhole. With a lot of graffiti at the walls, like fuck all cops and stuff like that. I made a video course for download then, under the worst circumstances thinkable. Ja, ich erinnere mich noch sehr lebhaft an, wie ich da in so einer unbeschreiblichen Wandererhütte auf einem Weinberg saß, bei unter 0 Grad, einen Videokurs filmte über Mandapul unter den unvorstellbarsten Umständen. Ja, that was really cold in this kind of wanderer's hut with no glasses, no windows, windows I mean. Just stinking, filthy, freezing cold. And that was the only place I could go to film this video course for download Mandapul. That you can still buy if you like. I am proud of this video course because I know what I had to do to make it happen, you know. Ja, diesen Kurs Mandapul kann man immer noch kaufen. Und ich bin sehr stolz auf diesen Kurs, weil ich weiß, was alles getan werden musste, um ihn zu filmen. Unvorstellbar. One little anecdote. I went there one evening, or night, because you were forbidden to leave your home. So I went to this vineyard, wondrous hut, and there was this woman with a dog. Walking the dog, I presume, and she yelled at me, "What you are doing here? It's forbidden, you cannot be here," and shit like that she told me, and I listened to this for a little while, and then I asked her, "What you are doing here?" And she was quiet. Yeah. Eine kleine Anekdote dazu. Ich bin in der Nacht, es ging ja nur in der Nacht,
weil es war ja verboten, das Haus zu verlassen zu Zeiten, ging ich da zu dieser Wandererhütte und auf diesem Weinberg. Und da war diese Frau mit ihrem Hund. Wahrscheinlich hat sie ihren Hund ausgeführt und sie giftete mich an. Was machen Sie hier? Es ist verboten, hier zu sein. Und ich hörte mir diesen Shit eine Weile an und dann fragte ich sie, was machen Sie hier? Dann war sie still. So it was a not very pleasant time for a didgeridoo player. Also es war keine besonders tolle Zeit für einen Didgeridoo-Spieler. And now I am about to give this Manipul workshop and I am looking forward to it, really. And I am starting now like a training program. Ja, jetzt werde ich also dann bald diesen Manipul-Kurs geben und ich bin wirklich erfreut und positiv aufgeregt darüber. Und so fange ich jetzt eine Art Trainingsprogramm an. Why training program? Back then in the COVID times, I was so pissed off, I didn't need any more energy of all kinds. I had energy and had to let it out. So Manipul was the choice. Ja, warum ein Trainingsprogramm? In der Corona-Zeit hatte ich jede Menge Energie, aber kein Ventil. Also wandte ich mich dem Manipul-Spiel zu und das war dann ein funktionierendes Ventil. So I'm about to, since I sold my last Manipul recently, I'm about to take the Black Tusk with me to this workshop. I'm giving also two other workshops. That's stuff I can play and teach backwards sleeping. I don't need a training program for that. Manipul, for Manipul you have to have in a special mood. Bit like a killer, but I feel too good right now, so I have to kind of find this kind of energy back. Ja, ich werde, da ich ja vor kurzem mein Manipul verkauft habe, wie ich im Video gezeigt habe, den schwarzen Stoßzahn nehmen als Manipul in diesem Workshop. Damals war ich so schlecht drauf, da hatte ich einfach jede Menge Energie und diesen Killerinstinkt. Und im Moment geht es mir ein bisschen zu gut, um sowas zu spielen und zu unterrichten, so richtig. Und das will ich wiederfinden. Darum geht's. Ich werde auch andere Seminare geben, zwei andere auf diesem Festival. Diese Themen kann ich rückwärts auswendig spielen, das muss ich nicht extra üben. Manipul, das ist eine Vorbereitung auf jeden Fall wert. So it's about finding, again, this kind of killer instinct and use it in the Manipul playing. That's what it's about, this training program. What do I mean with killer instinct? Sounds awful. Well, it's about unleashing the beast in you. If you're not an Aborigine, had that education in terms of Manipul playing, you have to tap on other things. And to be that sharp, that hard, that fast, you got to find some things in yourself. And you cannot find them if you feel too good and enjoy life too much and have a happy time with your daughter and make nice things with your family. It's not working like that. Ja, also diesen Killerinstinkt wiederzufinden, darum geht es in diesem Trainingsprogramm. Ja, was meine ich mit Killerinstinkt? Klingt ja schlimm. Um so hart, so scharf und so schnell spielen zu können, wie es Manipul ist, man entweder ein junger Aborigine und hat die entsprechende Ausbildung
Oder als Weißer muss man das irgendwie anders finden, diese Härte, Schärfe, Geschwindigkeit, das Biest in dir wecken, befreien, musikalisch einsetzen. Das hat mir zumindest geholfen. Also, darum geht's. You might say, well, the black cast might be very fine. It is. But it's no Manderpool, really. I mean, man. Manderpools are lightweight, short, have no bass. It's just for playing super fast, you know. Right. Ja, du könntest sagen, also der schwarze Stoßzahn ist schon okay, sicher. Ja, natürlich. Aber ein Manderpool ist es nicht. Manderpools sind Leichtgewichte, haben keinen Bass, sind nur zum Schnellspielen da. Well, ja, richtig. But I got kind of, may I say, dare I say, fed up a bit with them lightweight, high-pitched runners. I like it big, you know. I need it big somehow. It says maybe a lot of my psyche, but I don't care. So I got back the Black Tusk also for that purpose, to train Manderpool again and to have what I need as a Manderpool. So if I play it like a Manderpool, at the day of the workshop, nobody can say, yeah, but this is no Manderpool, because when it fires up and the explosion starts to happen, then nobody can stand up and say, well, this is no Manderpool. It will sound like a Manderpool and it will explode like a Manderpool. Very fast. So we're talking about a Manderpool on heavy steroids, you know. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich mir den schwarzen Stoßzahn wieder geholt habe. Auch um darauf Manderpool zu üben. Ich mag es halt doch groß, stark, laut. Das brauche ich einfach. Ich bin, darf ich das sagen, ein bisschen weggekommen von den kleinen Leichtgewichtern. Ist schon fein, aber ich brauche es halt ein bisschen härter und ein bisschen größer und ein bisschen stärker und ein bisschen lauter. Und wenn ich es dann am Tag des Workshops spielen kann wie ein Manderpool, ich habe keinen Zweifel darüber, dann kann auch keiner aufstehen und sagen, aber das ist aber kein Manderpool, weil dann explodiert das so und so schnell und macht klar, ja, ich kann schon auch ein Manderpool sein. Also wir sprechen hier über einen Manderpool auf schweren Steroiden. Maybe I can motivate also some of you to come to this workshop. Maybe not enough people come, so it will not happen, but I don't care really. I just want to make this training program, you know, to live through it, to get it. Yeah, so maybe you get motivated and you are most welcome to this like otherworldly workshop that it surely will be. It's not for pussies, sorry. It's for the serious player who wants to find something in himself or herself that is most probably not there now, not on the radar, that it's what it's all about. Ja, vielleicht kann ich einige von den geschätzten Zuschauern motivieren, in diesen Workshop zu kommen. Vielleicht findet er auch nicht statt, weil nicht genug Leute sich da anmelden. Eigentlich ist es mir egal. Mir geht es darum, dieses Trainingprogramm zu machen, es zu durchleben, die Dinge wiederzufinden. Es ist sicher ein etwas außerirdischer Workshop. Es ist für die Hardliner, für die, die etwas in sich finden wollen als Ditch-Spieler, was sie vielleicht nie auf dem Radar hatten und mal wissen wollen, wie
das, diese Seite von dieser Spielcharakteristik aussieht, wie sie sich anfühlt, wie man das macht. So, it's now the start of my training program. I will not tell you many details, if any. I want to keep it a bit secret what I do and why I do. I know what I'm doing and it will work, I know. Ja, das ist jetzt also der Start meines Trainingsprogramms. Ich werde praktisch keine Details nennen, warum ich was mache. Ich werde vielleicht gar keine Details nennen. Das soll ein bisschen ein Geheimnis bleiben. Ich weiß, was ich tue und ich weiß, es wird klappen. Also genießen wir einfach die Show und das Training. So enjoy the show and the training. Thank you.
Thank you.
I'm gonna go to the hospital.